Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slime Ranger. Ich habe offscreen ein bisschen Schleimkacke gefarmt und natürlich auch weggebracht, damit ich gut Geld habe. 1800, ich würde sagen, für den Anfang reicht das. Ich habe mir auch sagen lassen, dass irgendwo hinter meiner Base auf irgendeiner Insel, hinter der Base oder irgendwo raus, noch ein pinker Mama Slime ist. Allerdings brauche ich dazu das Jackpack Upgrade. Das haben wir natürlich auch schon. Wie aktiviere ich das? Gut, was machen wir heute? Wir gehen natürlich wieder Slimes farmen ohne Ende, besorgen uns wieder ein bisschen was wir benötigen könnten. Und jetzt muss ich überlegen, ich glaube Mama Katzenslime haben wir schon zum Explodieren gebracht, wenn mich nicht alles täuscht. Wie sieht's hier aus? Nehmen wir mal ein paar mit. Nee, ihr kriegt noch nichts. Wir laufen erstmal rum, gucken, ob wir den Mama Slime denn schon kaputt gemacht haben. Wenn ja, okay, dann weiß ich nichts mehr davon. Wenn nein, dann machen wir den natürlich heute oder in den kommenden Folgen noch kaputt. Was? Du dämliches Tier, das wollte ich einsaugen. Na gut. Den dort haben wir schon explodieren lassen. Den blauen Slime haben wir auch explodieren lassen. Ja gut, dann müssen wir mal schauen. Das sind Katzenslimes. Ja gut. Wir gucken. Nein, den haben wir natürlich noch. Dann ist das erste, was wir heute machen, Mama Katzenslime explodieren lassen. Gehst du mal weg, du dämliches Mistvieh. Fies. Ich will halt einfach nicht explodieren. Tankboost. Okay. Oh, der ist sogar verfügbar jetzt. Da werden wir uns den natürlich noch holen gehen. Bevor wir dann die Katzenmama wirklich zum Zerplatzen bringen. Blödes Viech, ey, wieso müssen die mal explodieren, wenn ich da bin? Das ist ein bisschen gemein. Hier, Küken, irgendwo hatten wir auch noch eins da. So. Warum bist du draußen, ne? Die Gokinetz hier oben? Nee. Hier. Genau, so. Die haben Netz. Hier, Upgrade. Das da. 500 kaufen natürlich. Ein Schockwellengenerator hinzu, der Slimes wegstößt, wenn du etwas mehr Platz für dich brauchst. Energiemodul. Rüstet dein V-Pack mit einem fast garantierten sicheren Mikrofusionsgenerator aus, der deine Energie auf 150 erhöht.
Und Wassertank. Nee, das brauchen wir doch alles eigentlich gar nie. Was kann man hier kaufen? Verbrennungsanlage, Plotmart. Okay. Ein Teich, Wildwuchs, die Grotte, Docks, das Labor. Für was ist der Verbrennungsmarkt? Die Verbrennungsanlage wird sofort alles einäschern, was sie berührt und die Asche dann zu nichts verbrennen. Sie ist eine wunderbare Lösung, um Teerausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Ein Siedel erlaubt es einem Ranger, Plots und Ressourcen sauber sortiert in einem kompakten Einheit zu lagern. Einfach auf eine verfügbare Ressource, oder? Ein Siedel kann bis zu. Ja, gut. Das werden wir wohl nicht sonderlich gebrauchen, ne? So, die Küken kommen hier hinten rein. Ja, was können wir denn noch machen jetzt? Wir brauchen unbedingt Hühnchen für den Katzenslime. Ach, stopp mal. Man hat mir noch geschrieben, Karotten frisst der Glaube auch. Ich glaube, das habe ich aber schon mal getestet und das hat nicht funktioniert. Wir testen es einfach nochmal. Wenn ich Karotten finde. Hehe. Oh. Was? Ja. Na gut. Ein Gockelhammer zu verfüttern. Komm. Hat immer noch nicht gereicht. Meine Güte. Aber jetzt, komm. Mit dem reißen wir's. Alter, was geht mit dem Viech los? Gab's hier nicht mal ein Karottenfeld? Ja, dort. Gut. Dann müssen wir es doch von hier oben holen. Karotten waren hier oben. Nein. Hier hinten. Ja, gut. Ich hab's irgendwie mit den explodierenden Slimes. Ob 3 Karotten ausreichen werden? Ich bin der Meinung, der frisst die nicht. Nee, war klar. Wir gucken mal hier hinten, ob wir hier noch ein paar Hühnchen finden. Geht bloß weg, ey. Da hinten war das nächste Tor. Und hier, keine Ahnung, hier geht's einfach nicht weiter. Ja, gut. So geht's auch. Ja.
Ja. Friss und kack das Geld aus. Du genauso. Ja, das wusste er auch nicht. Schade. Das Problem ist, ich habe jetzt auch keinen freien Slot mehr für ein Hühnchen. Ich muss erst mal wieder zurück. Besuche dein Ranchhaus und sieh bla bla bla. Holy, was ist hier denn los? Alles klar. Das sind mir ein paar zu viele von diesen bösen Viechern. Die werden wir mal eiskalt in Ruhe lassen. Gut, wir haben hier wieder ein bisschen was, das müsste ein bisschen Geld bringen. So, dann schauen wir mal. Ja, 1800. Wir haben hier zwei Fressalienfelder. Was war das hier hinten nochmal? Die Grotte. Ah, nee, noch nicht so ganz. So, was hat man hier? Hier hinten, glaube ich, das Labor, wenn mich nicht alles täuscht. Das Labor. 10.000! Da bin ich noch ein bisschen am Machen und Tun. So, und das hier war der Wildwuchs. Das ist aber auch ganz schön happig dafür, dass ich kaum Geld habe. Was macht der Eik da jetzt? Hier, weg mit dem. Ja, was machen wir da jetzt? Da unten ist halt auch nichts mehr. Was machen wir da jetzt?
Das sind halt einfach immer noch keine Hühner. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Ich will nicht gerade meine Hühnerzucht dafür verbrauchen. Na komm, raus hier. So, haben wir hier irgendwas Besonderes? Nein, schade. Hier haben wir aber Hühnchen. Da hinten ist irgendwas. Hier sind ja noch... Oh, leck mich doch, Mann! Wieso? Warum? Warum sind hier Hühnchen drin? Was? Ah, wieder so ein Steinhühnchen. Ernsthaft? Nein, da gehe ich erst einmal nicht hin. Da waren ja wieder diese Verseuchten. Ich frage mich immer noch, wie ich diese Teile da aufkriege. Wenn das jemand weiß, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe bis jetzt jedem Kommentar nachgegangen. Und das würde mich halt einfach mal wirklich interessieren. Schade, da kommt man nicht hoch, ohne selbst mit Jetpack nicht. Das ist nur zum Gleiten da. Das ist natürlich fies, aber gut. Kann man nicht ändern. Ja. Hier hinten gab es, glaube ich, auch nichts. Nein. Ja gut, dann versuchen wir in der nächsten Folge den Mama-Katzen-Slime zum Platzen zu bringen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.